So, inzwischen war Weihnachten und man sieht, ich habe einige neue Dinge. Einen neuen Schweifvogel von Dick und ein Ziegling-Set. Beides sehr nützliche Gegenstände. Über die erste Ferienwoche und die Weihnachtsfeiertage ist unser Haselnussrohling nun getrocknet. Der Haselnussrohling hat sich während der Trockenzeit noch etwas verdreht. Trotzdem finde ich das nicht schlimm, weil er hat keinerlei Risse oder ähnliche Blessuren davongetragen. Über den gesamten Bogen verteilt beträgt die Verdrehung ungefähr 45 Grad. Das sehe ich aber eigentlich überhaupt gar nicht kritisch, denn das wird sich nachher in der Biegung eh wieder auseinanderdrehen. Natürlich habe ich den Bogenrohling während der Trockenphase etwas länger gelassen als nötig. Der Bogenrohling beträgt zurzeit ungefähr 2 Meter und ich werde auf jeden Fall auf beiden Seiten noch 10 cm wegnehmen. Mit 1,80 Meter ist der Bogen dann auch ungefähr so lang, wie ich ihn im Endeffekt haben möchte. Nach dem Einkürzen kommt der erste Bodenteller, aber ich merke schnell, hier geht noch nicht viel. Das Ding ist steif wie sonst was. Geschätzte 120 Pfund hat er jetzt noch. Und das ist natürlich noch viel zu viel. Im weiteren Verlauf gehe ich nun hin und zeichne an beiden Wurfarmenden wieder die Mitte ein und verjünge diese dann. Das Verjüngen passiert bei mir eigentlich immer freihand, da ich mit der einen Seite natürlich einem Bogenrolling entlang arbeite und somit dem natürlichen Faserverlauf folgen kann. Natürlich merkt man auch in der Bearbeitung, dass das Holz jetzt trockener geworden ist. Es lässt sich deutlich schwerer und zäher bearbeiten, aber das soll ja im Endeffekt auch so sein, denn der Bogen soll ja auch eine gewisse Zähigkeit dann im Endeffekt haben. So, beide Wurfarme sind jetzt erstmal noch etwas verjüngt worden und der Bogen sieht zurzeit so aus. Im nächsten Schritt wende ich mich dem Bogenrücken zu und nehme hier erstmal die letzten Rindenreste mit dem Zielmesser ab. Währenddessen gehe ich mit dem Zielmesser schon hin und gebe dem Rücken eine gewisse Rundung an den Kanten, damit ich nachher nicht so viel mit der Ziehklinge dran arbeiten muss. An dieser Stelle kommt auch mein neuer Schweifvogel zum Einsatz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Teil überzeugt mich vollständig. Es lässt sich einfach wunderbar damit arbeiten und die Spanabnahme ist einfach nur papierdünn, sehr gut regelbar und verhält sich in der Kurvenlage auf jeden Fall sehr anpassbar. Das heißt, man glättet nicht alles, sondern folgt der Maserung des Holzes mit ziemlich gut. Nach dem ersten Einsatz des Schweifvogels folgt nun auch der erste Einsatz meiner neuen Ziegling. Ich muss sagen, der Weihnachtsmann hat ordentliche Arbeit geleistet. Die Dinger sind auch top. Man kann damit sehr schön den Bogenrücken vor allem glätten und die letzten Späne, die sich vielleicht noch abheben könnten, damit vollständig einarbeiten und abebnen. Des Weiteren sorgen die Ziehklingen auch dafür, dass der Bogenrücken einfach nur glatt wird. Man muss fast überhaupt gar nicht mehr nachschleifen, um dann eine Endglätte zu erreichen, die fürs Lackieren dann reicht. Im nächsten Arbeitsschritt macht sich dann Unzufriedenheit bei mir breit, denn ich merke, dass die beiden Wurfarmanfänge, die Fadeouts, noch nicht beide gleich breit sind. Die eine Seite ist deutlich breiter als die andere. Deshalb zeichne ich das jetzt hier kurz an und nehme dann entsprechend Holz an den entsprechenden Stellen. Das Ganze passiert wieder mit meinem Feinmechanikerwerkzeug meiner Ziehklinge. Nun gehe ich hin und runde den Bogenrücken mit dem neuen Schweifvogel komplett an den Seiten ab.
und merke dann natürlich im nächsten Schritt, dass ich den Bogen natürlich noch weiter verjüngen muss, sodass ich danach auch nochmal wieder mit dem Schweifvogel das Ganze abrunden muss. Aber man macht ja Arbeit schließlich auch irgendwo mal gerne. Es ist ja ein Hobby und macht ja auch Spaß. Also, wieder Mitte anzeichnen und wieder auf beiden Seiten der Wurfarmenden schön verjüngen. Danach heißt es wieder abrunden. Die Wurfarmenden sind nun für mich schmal genug. Ich muss sie nicht etwas dünner haben. Ich brauche keine Needle-Tips, denn ich denke, dieser Flachbogen ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass er große Geschwindigkeiten erreichen soll. Er soll einfach nur schön schießen und ich soll Spaß dran haben. Nachdem nun der Rücken die gewünschte Perfektion erreicht hat, wende ich mich dem Bogenbauch zu. Hier nehme ich erstmal ein ordentliches Stückchen Holz weg, denn man hat ja eben im Bodentiller gesehen, dass da sich eigentlich noch überhaupt gar nichts gebogen hat.